Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. In dem heutigen Video geht es wieder um einen sehr alten Cold Case. Der Fall ist aus dem Jahr 1969 und es handelt sich um ein Tötungsdelikt. Bei dem Opfer handelt es sich um den damals 18-jährigen Siegfried Kloß aus Gelsenkirchen. Die Tat ist mittlerweile seit 54 Jahren unaufgeklärt. Und dargestellt wurde der Fall in der Aktenzeichen-Y-Sendung vom 14. April 1972. Ede sagte in seiner Einleitung, dass die Ermittlungen in diesem Fall an einem toten Punkt angelangt sind. Dies liegt aber auch daran, weil nicht nur der Täter, sondern auch das Opfer der Kripo große Rätsel aufgegeben hat. Niemand kann sich erklären, was in Siegfried in den letzten Tagen seines Lebens vorgegangen ist. Die filmische Darstellung beginnt am Samstag, dem 19. Juli 1969. In einer Gaststätte im Gelsenkirchener Stadtteil Hassel stehen seit einiger Zeit vier junge Männer an der Theke und unter ihnen der 18-jährige Bergmann Siegfried Kloß. Die vier haben an diesem Abend schon mehrere Gaststätten besucht und wollen anscheinend auch noch nicht so schnell nach Hause. Siegfried Kloß wohnt bei seinen Eltern. Die Wohnung ist nicht weit von der Gaststätte entfernt, in der die filmische Darstellung beginnt. Er arbeitet im Bergwerk als sogenannter Schlepper. Seinen Verdienst gibt er komplett zu Hause ab. Der Grund ist, dass er nicht besonders gut mit Geld umgehen kann. Und eben aus diesem Grund verwalten seine Eltern sein monatliches Taschengeld von 120 D-Mark. Deswegen hat Siegfried immer nur ein paar Mark in der Tasche und seine Freunde sind es gewöhnt, ihm gelegentlich auszuhelfen. Kurz nach Mitternacht verlassen die vier jungen Männer dann das Lokal. Siegfried Kloß hat es sich mittlerweile, so wie es aussieht, anders überlegt und möchte nicht weiter mit den anderen herumziehen. Er sagt ihnen, dass er nach Hause möchte. Die Freunde sind davon nicht begeistert. Aber die drei ziehen dann von dann und Siegfried geht nach Hause. Und bereits wenige Minuten später befindet er sich dann in seinem Zimmer in der elterlichen Wohnung. Sein Vater, der ebenso Bergmann ist, befindet sich in dieser Nacht nicht zu Hause, denn er hat Nachtschicht. Seine Mutter schläft und hat nicht mitbekommen, dass Siegfried wieder nach Hause gekommen ist. Obwohl Siegfried seinen Freunden gesagt hat, dass er keine Lust mehr hat, legt er sich dennoch nicht schlafen. Er holt seinen besten Anzug aus dem Schrank, zieht diesen an und ist im Begriff, das Haus zu verlassen. Obwohl er kein Gepäck mitnimmt, hat er offensichtlich vor, längere Zeit wegzubleiben. Vor anderthalb Jahren hatte er diese Phase schon einmal. Zweimal ist er in dem Zeitraum von zu Hause weggegangen und war nach Süddeutschland gereist. Und bevor er diesmal das Haus verlässt, nimmt er sich dann sein restliches Taschengeld, welches sein Vater in seiner Nachttischschublade für ihn aufbewahrt. Dies waren für den laufenden Monat noch 70 Mark. Als dann die Korridortür ins Schloss fällt, wacht Siegfrieds Mutter kurz auf. Sie denkt sich aber nichts weiter dabei und schläft dann weiter. Auch die Polizei kann bei ihren späteren Ermittlungen nicht feststellen, wohin Siegfried in dieser Nacht gegangen ist. Erst zwei Tage später am Vormittag des Montags vom 21. Juli 1969 wird er zufällig wieder gesehen. Bekannte aus Gelsenkirchen treffen ihn zufällig in einem Kaufhaus in der Nähe des Hauptbahnhofs von Essen. Diese fragen ihn, was er denn in Essen macht, und er sagt den Bekannten, dass er von zu Hause abgehauen und bereits seit gestern hier ist. Er bittet sie darum, keinem zu erzählen, dass sie ihn hier getroffen haben. Auf die Frage seiner Bekannten, wo er denn geschlafen hat, sagt Siegfried, hier im Bahnhof. Dann fragt Siegfried die Bekannten, was sie denn hier in Essen machen. Und sie sagen ihm, dass sie Urlaub haben und eigentlich in Holland auf einem Campingplatz sind, und zwar in Den Haag. Siegfried möchte dann natürlich wissen, wie und warum sie nach Essen kommen. Einer der Bekannten sagt dann, sie wären wieder rübergekommen wegen der Mondlandung, die letzte Nacht im Fernsehen lief.
Diese hätten sie sich angeguckt, weil sie drüben in Holland im Fernsehen ja kein Wort verstanden hätten. Jetzt wollen sie sich nur noch einen Film, also für die Kamera, und einen Ball zum Kicken kaufen und dann wollen sie wieder rüberfahren in die Niederlande. Siegfried fragt die Bekannten dann, ob sie ihn nicht nach Holland mitnehmen könnten, denn da wollte er schon lange mal hin. Sie sagten, dass das kein Problem ist, denn sie haben ja genügend Platz im Auto. Sie fragen ihn dann, ob er dann einen Ausweis dabei hat. Aber Siegfried hat keinen Ausweis dabei und die Freunde meinen, dass es ohne Ausweis schlecht ist, da die Holländer ziemlich scharf an der Grenze sind. Siegfried ist enttäuscht und fragt dann, ob sie ihm nicht seine Armbanduhr abkaufen können, da er überhaupt kein Geld mehr hat. Aber leider müssen seine Bekannten ihm sagen, dass dies nicht möglich ist, da sie selber ganz knapp mit dem Geld sind. Sie haben gerade noch genug fürs Benzin. Dann fragt er, ob sie ihm nicht wenigstens 50 Pfennig für ein paar Stumpen geben könnten. Also wer nicht weiß, das sind so maschinengefertigte kurze Zigarren. Aber auch diese 50 Pfennig bekommt er nicht. Einer der Bekannten rät ihm dann, lieber wieder nach Hause zu gehen, wenn er so abgebrannt ist. Aber Siegfried möchte noch nicht nach Hause, sondern lieber ein paar Tage warten. Danach verabschiedet er sich dann von seinen Bekannten. Und der Sprecher Wolfgang Grönebraum sagt dann, dass er nie wieder nach Hause gekommen ist. Aus dem Gespräch mit seinem Bekannten, von dem die Polizei dann später erfährt, ist zu schließen, dass Siegfried Kloß seinen Personalausweis irgendwo versetzt oder als Pfand hinterlegt hat. Anscheinend hat Siegfried nach der Unterhaltung mit seinem Bekannten aber dann doch noch jemanden getroffen, der ihn im Auto auf eine Reise mitgenommen hat. Denn noch am gleichen Abend wird Siegfried Kloß mit großer Wahrscheinlichkeit noch einmal gesehen. Etwa 200 Kilometer von Essen entfernt, in der Nähe der Abfahrt Gierdorf an der Autobahn Ruhrgebiet Frankfurt. Ein Handelsvertreter aus Rüscheid aus dem Regierungsbezirk Koblenz ist an diesem Abend gegen 19.30 Uhr auf dem Nachhauseweg. Er war an diesem Tag mit seiner Frau in Neuwied. Kurz vor seinem Wohnort Rüscheid fällt dem Ehepaar ein junger Mann auf, der mit einem Reservekanister am Straßenrand entlang geht. Die beiden halten kurz an, um ihn zu fragen, ob sie ihn ein Stück mitnehmen können. Die Frau fragt dann, wo er denn hin will und eben, ob man ihm vielleicht da helfen kann, ihn mitnehmen kann. Er sagt, ich weiß nicht. Sie fragt dann noch, ob ihm das Benzin ausgegangen ist, weil er eben mit dem Reservekanister da rumläuft. Und Siegfried sagt, nein, wir haben eine Autopanne und brauchen Wasser. Der Mann schaltet sich dann in das Gespräch ein und fragt, wo denn der Wagen steht, der eine Panne hat. Und Siegfried sagt, drüben bei Dierdorf an der Autobahn. Das Ehepaar bittet ihn dann einzusteigen, um ihn dann etwas mitzunehmen. Sie wundern sich allerdings, dass vermutlich Siegfried Kloß, so vermutet man ja eben, dass er es war, einen Standort des Wagens angibt, welcher genau entgegengesetzt zu dem Standort liegt, als sein Laufweg. Außerdem blieb dem Ehepaar dann in Erinnerung, dass er über diese angebotene Hilfe irgendwie gar nicht so sonderlich erfreut war. Denn normal ist man ja eigentlich recht happy, wenn man dann mitgenommen wird, wenn man jetzt irgendwo hinlaufen muss, um Benzin zu holen oder Wasser zu holen oder wie auch immer, weil man eine Autopanne hat. Aber er wirkte wohl eher so ein bisschen, wie soll man es sagen, ja, wirklich nicht erfreut, so Marke, als wenn ihn das Ganze jetzt irgendwie ein bisschen stört. Aber eingestiegen ist er ja trotzdem. Er sitzt dann auf jeden Fall wortkarg auf der Rücksitzbank und gibt auf Fragen dann nur knappe, ausweichende Antworten. Der Handelsvertreter und seine Frau entnehmen dann dem Gespräch, dass der Mann oder der junge Mann, der vermutlich Siegfried ist, nicht alleine mit dem Auto unterwegs ist und das Auto dann einen Defekt in der Kühlanlage hat. Die Polizei, die dann später von der Begegnung erfährt, glaubt, dass der Mann mit dem Kanister Siegfried Kloß war. Weiterhin glaubt die Polizei, dass er sich einer Gruppe junger Leute angeschlossen hat, die an jenen Tagen am Rande des Westerwalds
eine Reihe kleinerer Einbrüche und Diebstähle begangen hat. Nicht weit von Rüscheid entfernt drangen nämlich in der gleichen Nacht unbekannte Einbrecher in ein Wochenendhaus ein und in eine Wohnung. Ihre Beute war gering. Sie stahlen Gebrauchsgegenstände, verschiedene Schmuckstücke und vor allem auch Lebensmittel, offensichtlich für den Eigenbedarf. Am nächsten Abend fällt wieder in Rüscheid einigen Bewohnern des Ortes ein roter Opel mit schwarzem Dach auf, in dem mehrere Jugendliche sitzen. Der Wagen fährt dann ein paar Mal auffällig langsam an einem sogenannten Milchbock vorbei, auf dem zwei Milchkannen zum Abtransport bereitstehen. Als es dann dunkel ist, hört schließlich ein Nachbar, dass draußen ein Auto anhält und jemand an den Milchkannen hantiert. Als er aufsteht und aus dem Fenster schaut, sieht er den Wagen gerade noch im Dunkeln verschwinden und stellt fest, dass eine der Milchkannen fehlt. Auch in den nächsten Tagen sind offensichtlich die gleichen jugendlichen Diebe in der gleichen Gegend unterwegs. Auf einem Hotelparkplatz in Leutesdorf am Rhein werden mehrere dort geparkte Fahrzeuge aufgebrochen. Den Dieben fallen unter anderem ein französisches Fernglas, mehrere Elektrogeräte, eine goldene Armbanduhr und eine Gaspistole in die Hände. Keiner dieser Diebstähle kann von der Polizei aufgeklärt werden und die Ermittlungen werden kurz danach eingestellt. 3 Monate später dann, am 25. Oktober 1969, gewinnen diese Diebstähle wieder an Bedeutung. Als an diesem Tag 2 Landwirte ein Grundstück in der Nähe von Leutesdorf einzäunen wollen, machen sie eine makabere Entdeckung. Als sie den Grenzstein suchen, finden sie im hohen Gras eine Leiche, die später von der Polizei als Siegfried Kloß identifiziert wird. Er wurde mit dem Deckel der Milchkanne erschlagen, die 3 Monate vorher in Rüscheid gestohlen wurde. Damit endet dann die filmische Darstellung des Falls. In der Nachbesprechung sagt Ede, dass Siegfried auch von Freunden und Bekannten Sigi Röhr nach dem Nachnamen seines Stiefvaters angesprochen oder genannt wurde. Und dann geht es einmal um den Aufenthaltsort von Siegfried Kloß nach dem Verlassen des Elternhauses und auch um seine Taschenuhr, die er aus dem Haus mitgenommen hat, die nicht bei ihm aufgefunden werden konnte. Und weiterhin ging es dann noch um den Verbleib der gestohlenen Gegenstände von den Jugendlichen. So, das war es mit dem Fall. Also auch im Internet ist nichts dazu zu finden. Ich habe noch eine alte Chronik oder Stadtchronik aus Gelsenkirchen vom Jahr 1972 gefunden, wo auch einmal Bezug genommen wird auf diesen Fall, aber da steht auch nichts weiteres drin. Das sind eben diese ganz alten Fälle, die nirgendwo mehr präsent sind und zu denen man dann eben auch keinerlei Informationen mehr finden kann. Aber was könnte da passiert sein? Also im Prinzip könnten nur 2 Dinge passiert sein. Einmal, dass Siegfried vielleicht für diese Gruppe, mit denen er da wahrscheinlich weiter umhergezogen ist, etwas machen sollte, was er nicht wollte und man ihn deswegen getötet hat, weil man befürchtete, dass er sie dann verraten könnte. Oder aber er wollte sich von dieser Gruppe jetzt absetzen, weil er vielleicht doch wieder nach Hause wollte, da er ja nicht, wie beim letzten Mal, wollte er ja auch nicht komplett von zu Hause weg, sondern hat dann halt sich so eine Art Auszeit genommen und dass er das diesmal auch wieder wollte, dass er von der Gruppe weg wollte und den dann vielleicht irgendwie versucht hat, Geld zu stehlen oder ähnliches und man ihn deswegen getötet hat. Das könnte ich mir so in etwa vorstellen. Das würde irgendwie, ja, logisch sein, meiner Meinung nach. Aber wir werden es nicht erfahren. Im Internet, wie schon gesagt, ist nichts mehr zu finden. Und der Fall wird mit Sicherheit auch nicht mehr aufgeklärt werden können. Zumindest gehe ich mal davon aus. Siegfried wäre jetzt so 72 Jahre alt und auch die Täter dürften dann vielleicht noch ein bisschen älter gewesen sein. Da ist natürlich die Frage,
ob sie überhaupt noch leben. Und ich gehe mal ganz fest davon aus, dass man aus der Zeit auch keine Asservate mehr hat. Und DNA-Spuren gab es da natürlich auch noch nicht. Also von daher glaube ich nicht, dass da noch irgendwas möglich ist, weil die heutigen Cold Cases werden ja zumeist dann über DNA-Spuren noch aufgeklärt. Gut, das war's mit dem Video. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören oder fürs Zuschauen, je nachdem, wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss!